So, dann erobern wir das. Und die zwei nächsten sind natürlich Manding angreifen. In der Sekunde zählen kannst, dass ein Tag vergeht. 21, 21. Es ist so langsam, 21. Ne? Ja. Also wir haben gerade mal, glaube ich, ein Jahr gespielt. Und es fühlt sich an, als hätten wir schon eine Stunde gespielt. Ja. Wir haben irgendwie schon ganz Afrika erobert und wir spielen gerade erst mal ein Jahr oder so. 2 Jahre. Wisst ihr, wann ich gesagt habe, wir sind 30 Jahre drin? Nein. Das war vor 9 Monaten. Oh. In-game. Hm, heftig. Kann ich nichts geben. Im Singleplayer hätte ich schon, wäre schon das Spiel, Spielstand durch. Welches kriegst du? Jene, er kriegt jene, okay. Ja, mein Reich teilt sich halt auf. Oh, endlich mal der Krieg vorbei, endlich. Ach, so kein Bock mehr. Sehr schön. Ja, Benni, du musst ja langsam mal was gegen Opanda tun, das ist ja keine schöne Grenze hier. Ja, das ist schon, also wir sollen Grenzen schließen, ne? Also wir sollen keine großen Exilregionen eigentlich entstehen lassen. Ja, bin auch ganz bei dir. Ich habe wieder einen Würfel, diesmal geht alles. Wir fangen oben an, 1, 2 und gehen einmal rein rum. Ich würfle eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sie wird zur Weiteren. Und ich möchte natürlich die Dynastie ein bisschen weiter ausbreiten. Oh Mann, Opanda ist mit der Königin von Darfur verbündet. Aber Darfur ist weit weg. Darfur ist so ein Spieler und ist so weit weg. Ich hoffe, Darfur kommt nicht rein. Ja. Was kriege ich denn dafür? Also ich unterstütze dich auch, ne? Also die Darfurer Königin würde ich gerne gefangen nehmen. Die hätte ich ganz gerne... an meinem Hofe, hm? Alter, das Event hatte ich ja noch nie. Mein exzellenter Mann und Kriegsführer, könnte ich sagen. Gab gerade ein Event, ich habe einfach 600 Mann for free bekommen. Quasi wie so ein Söldnertrupp. Geil. Einfach for free. Ja, das kommt ab und ja. Ist echt selten. Sind das jetzt so? Hab ich nie gehabt. Sondersoldaten, oha, geil. Okay, und warum cool, oder? Also die kosten auch keinen Unterhalt oder so. Nee, die kosten keinen Unterhalt, das ist echt praktisch. Aber die regenerieren sich halt auch nicht. Und wenn du hast, sind sie verbuggt. Ja, Sondersoldaten sind weg, wenn sie sterben. Ne? Aber sind die nicht doch weg, wenn das Oberhaupt stirbt? Kommt drauf an, was für ein Sondertrupp es ist. Ja, da steht. Es gibt welche, die vererben sich, es gibt welche, die sind dann weg. Ja. Ja. Hey, ich werde sonst stack ich die einfach. Ja, sind die weg, wenn das stirbt. Ja, aber kannst ja neu ausrufen, kriegst du ihn nochmal. Oder sind nicht? Sie weg? Nee, ich glaube, die werden vererbt. So, die werden gerade erobert, da muss ich da und da rein. Was ich weiß, der Wikinger oben in Schottland, hier der Knochenlose. Ja, die werden nicht vererbt, oder nicht? Die werden vererbt. Die hat er, glaube ich, danach immer noch. Okay. Aber die fühlen sich halt alle nicht auf. Montagu. Montagu. Das ist die Familie von Romeo und Julia. Glaube ich. Die sterben, also die sind weg, wenn der Typ stirbt. Das weiß ich. Mhm. Ach. Ach, du hast dich wieder Ebularien genannt. Ich habe zwei Titel. Ich habe jetzt Zikarien, Ebularien. Ich mach mal, ich will jetzt dann noch Malarien machen und dann will ich mein Kaiserreich Safari Land nennen. Also das war eigentlich so jetzt gerade die Idee. Und dann muss ich halt, Gur will ich jetzt halt noch erobern und dann bin ich eigentlich fertig mit meiner Expansion. Dann geht's nur noch darum, das Land auszubauen. Ja, das war auch gerade die Götteraufgabe. Also die Götter haben ja ihre scheiß linksliberalen, Art und Weise den göttlichen Auftrag gegeben, mein Land umzubenennen in irgendwas von Kamerun. Da habe ich gesagt, nö, meine ich nicht. Jetzt kriege ich in 5 Jahren eine neue Aufgabe, aber das heißt ja wahrscheinlich in 3 Spielstunden. Ne? Also von daher. Wow. Kriegst du noch nicht eine Strafe oder sowas? Nein, er kriegt gefragt. Jetzt noch eine Alternative. Ja. Und wenn er die dann noch ablehnt oder nicht macht oder nicht schafft, dann kriegt er was. Ah, okay. So. Ich habe einfach 1500 Mann verloren, nur weil mein Herrscher gestorben ist. What the fuck? Ja, weil der Kriegsführungswert und sich alles halt anhebt. Ja, der war mega gut bei dem, warte, wie der war nur 5 Werte besser.
Komisch, aber egal. Ja, kann nichts machen. Na, ist bitter. So, mein Spieler, ja, mein Sohn führt die Schlacht. So möchte ich das. Guter Sohn. Oh, mein Sohn ist ein sehr schlauer Mensch geworden. Finde ich gut. Damit erbt er das auch zurecht, finde ich. Alter, wie viel Prestige habe ich denn jetzt verloren? Ja, es war teuer hier, die Geschichte. Aufpassen, dass ich diese... Ach, wie schade. Diese Sondereinheiten waren nur für diesen einen Krieg da gedacht. Oh, das heißt, sie sind jetzt weg? Schade. Ja, schade. Aber coole Sache, dass sowas einfach mal spawnt. Das ist wirklich cool, ja. Stimmt. So, ich muss auch weiter meine Kultur fördern. Und wie ist das nochmal? Aber wenn ich die Götteraufgabe gemacht hätte, dann hätte ich eine Belohnung erhalten, ne? Ja. Gleich? Also angeblich schon, aber ich weiß nicht, was für eine Belohnung du bekommst. Ja, die sind auch random, haben sie gesagt, die Belohnung. Ach, das ist ja, die, die würfeln das, glaube ich, aus. Irgendwie sowas, genau. Also ich kann mir vorstellen, Gold zum Beispiel, oder Mannstärke vielleicht, oder sogar eine Provinz vielleicht, keine Ahnung. Wobei, wie soll dir jemand eine Provinz geben, wenn die nichts machen können? Fragen über Fragen, ja. Mann, oh Mann. Meine Mutter ist so doll, ey, ja. Da will die einfach, dass ich da irgendwie für sie irgendwie zig Länder niederprügel. Wer macht das für seine Mutter, ja? Also. Oh, ist Rivale, nee. Viele machen das für, also ich würde das schon für Mutti machen. Ja? Ich würde auch für meine Mutter alles machen. Also es ist jetzt vielleicht auch der Bruch für mich, ja, weil meine Mutter erzieht mich nicht. Das ist Angela Merkel, ja, die verlangt nichts von sagen. Mir. Die verlangt nichts von mir, ja. Und unterstützt mich eher noch und stattdessen habe ich dann halt dieses. Andere Mütter, die nutzen halt den Titel des Sohnes aus. Das ist immer so. Gibt's überall. Ja. Ja, ich bin die Brutmutter. Game of Thrones, ist das nicht genauso? Yo, apropos, das muss ich kurz sagen. Alter, ich habe vorgestern gesehen, dass jetzt ein Spin-Off kommt hier von Game of Thrones. So, bin ich ja gar nicht. In einem Monat. Nächsten Monat. Ich wollte gerade sagen, in einem Monat kommt das. Und ich dachte, what? Sogar in 2-3 Wochen ist das da. Ich glaube, am 8. August oder sowas, oder? Ich glaube, 22. August. Okay, ist okay. Aber Alter, ich hab das gesehen, ich lüge gar nicht von uns. Kohlegeschäffel oder so? Bitte? Das ist cool, da geht's um das Haus Targaryen. Ich glaube 150 Jahre davor oder sowas. 300 Jahre davor. 300. Ist das nicht nur Kohlegeschäffel? Ich meine. Nee, also das, was ich gesehen habe, sah echt übel geil aus. Ja. Ja. Naja, also ich habe die Erfahrung gemacht, die wirklich guten Sachen sind ja immer so mit einem Buch dahinter und da ist ja jetzt dann kein Buch so richtig dahinter, oder? Naja, doch, da sind auch Bücher hinter. Ja. Tatsächlich schon, ja. Weil es wurde mir sogar angeboten, dass man das kaufen kann, weil George R. R. Martin hat ja auch voll viele Bücher geschrieben. Ja. Und da gibt es auch ein Buch. Und das, ich finde das super spannend. Ich habe, also ich liebe diese ganze Welt um Game of Thrones und die Welt ist ja so unfassbar viel größer als nur Westeros und Essos. Ja. Ja gut, da habe ich keine Ahnung von, aber ich lese auch ganz viele von diesen Fantasy-Büchern und so. Das ist schon eine der besseren Reihen, auf jeden Fall. Aber geh halt da rein. Ob ich das gewinne, ich weiß ja nicht. Werde ich gleich nachziehen. Genau, damit habe ich dieses Herzogtum und ich glaube, das möchte ich auch. Ja, ich liebe aufgeben auf Stones. Grund dieses Flusses. Ist das der Niger? Ich glaube schon. Bleibt die Herr der Ringe, diese Sache, ist sie schon draußen? Das soll jetzt eine Serie irgendwie zu unterwegs. Die kommt jetzt auch raus. Nein, das kommt auch erst. Das kommt auch erst raus. Ich glaube im Dezember oder so. Oh ja, klappe Schlacht. Also ich finde, bevor sie jetzt irgendwie das machen, hätten sie auch andere geile Fantasy. Es gibt viele geile Fantasy-Buchreihen, die sie hätten auch irgendwie verwirklichen können, irgendwie. Kennt ihr Tom Bombadil von. Darf ich kurz einhaken? Wer wollte Upana angreifen? Ich. Benin. Die haben sich aufgelöst. Nice, danke. Danke. Oh ja. Danke für die Info.
Ja, manchmal kriegt man das gar nicht mit, ne? Danke dir. Ja, bei mir voll. Steht Bündnis ausgelaufen. Ja, genau. Voll gute Idee. Oh, warte, schauen wir mal, ob ich dir sowas Zahlen nehmen kann. Eigentlich auch immer dieses super tolle Glück, irgendwo in ein Reich reinzuklicken und immer perfekt die Belagerung anzuklicken. Ja, Trophäe. Nee, tatsächlich nicht. Nein. Nein, eigentlich nie. Passiert mir fast ständig. Ich klicke irgendwo hin und ich erwische perfekt eine Belagerung. Mega gut. Du hättest einfach Bogenschütze werden sollen. Mhm. Na gut, ich habe einen Bogen bei mir zu Hause, der steht hinter mir. Boah, da kriege ich immer wieder Flashbacks, ne, wenn ich an Bogen denken muss. Richtig traurig. Mein älterer Bruder, 8 Jahre älter, hatte einen richtig guten Bogen tatsächlich. Richtig guten, auch aus Holz und nicht diese komischen Sportbögen, die irgendwie nur noch aus Plastik und Metall sind. Ja, und der hat damit nie gespielt, ich als Kind schon. Und ich habe direkt am Park gewohnt. Und was macht man dann so mit seinen 8, 9, 10 Jahren? Man schießt auf Vögel. So. Ja. Wow. Und das habe ich 2, 3 Jahre lang gemacht und da hat sich so eine richtige Gruppe rausgebildet, die sich regelmäßig mit Stöcken und so aufs Maul gibt. Mit Vögeln? Nee. Mit Stöcken, richtig. Nee, mit Bögen nicht, aber mit Stöcken und so Schwertern und was auch immer, ne? Und hat super Spaß gemacht und irgendwann kam dieser Tag, ich gehe runter und mein Bruder meint, ey, gib mir mal meinen Bogen. Ich so, okay, gib ihm den Bogen. Und er wollte richtig cool sein, ne, auch so von meinen Freunden. Nimmt den Bogen und überspannt den fatal und er bricht einfach in 3 Stücke. Oh Mann. Ich glaube, ich war mein Leben noch nicht so traurig. Er hat den Bogen überspannt, ja. Ja, oh Mann, der Spruch hat gefehlt, ja. Ja, war gut. Oh Mann. Werte Herrscher, wie sieht es eigentlich mit diesem Sport aus, der vor einigen Jahren erwähnt worden ist, diesen Fußball? Wann machen wir unsere Wettbewerbe? Ja, bei mir ist immer noch lustig, aber ich gehe jetzt erstmal nur auf Spiele treffen. Mit 6 Jahren könnte ich, glaube ich, kann ich so einen Ball noch gar nicht schießen. Ja. 6 Jahre. Mal so eine doofe Frage. Es gibt doch diese Events eben mit den Spiele treffen und es gibt ja eine Chance, dass der Typ dann stirbt oder das Kind. Es gibt Chancen, aber du kriegst durch diese Spiele treffen vor allem ziemlich, ziemlich gute Perks. Wie ist denn das, wenn du selbst das Kind bist? Kannst du das dann aussuchen, ob da die Chance besteht, dass du stirbst oder sowas? Ich glaube ja. Wurde noch nie als Kind eingeladen. Ich das weiß, ist echt traurig. Frau oder flüssig jetzt. Und damit wird auch das Reich, der Reichshauptsitz umverlegt. War toll. Jetzt habe ich Belagerungswaffen mit zur Belagerung gebracht und er hat die angefangen, der NPC, und der hat keine Belagerungswaffen gehabt. Da ist jemand sehr leise. So, musste ich erstmal auf 150% stellen. Ja? Ja, ist sehr leise bei mir. Okay. So, damit haben wir eine neue Hauptstadt und die wird auch nach und nach gefördert, aber erstmal muss die Kultur geändert werden und auch der Glaube bekehrt werden. Immer wenn mein Sohn sich bewegt im Bett, bete ich immer so, bitte wach nicht auf, bitte wach nicht auf. Verstehe ich. Weil meine Frau ist beim Line Dance. Cool. Könnte ich auch Unterwerfung? Ja, könnte ich. Ey, da kann ich ja vielleicht doch noch das Kaiserreich gründen. Wir brauchen das Kaiserreich noch 24 Grafschaften. Boah, okay, das ist. Wie alt ist dein Sohn? Fetzt das nicht irgendwie? 8 Monate. Achso, naja, gut, da kann man noch nicht so richtig zocken mit dem, ne? Dann. Noch nicht, warte mal noch 3. Ich warte noch ein paar Monate. Oder Jahre. Ach, voll gut. Oh, ich bin da. Ich freue mich immer so, ich weiß nicht. Ich war nie der Mensch für kleine Kinder, aber ich habe so Bock, Vater zu werden, ne? Ich muss auch gestehen, dass ich eigentlich immer gesagt habe, ich kann mit Babys nichts anfangen und seit ich ihn habe, ist es einfach das Süßeste auf der Welt.
Das ist unfassbar. Deswegen, ich habe immer gesagt, Babys sind mega hässlich. Ich habe Babys gehasst, die waren immer so hässlich. Aber er ist das schönste Baby der Welt. Aber ich glaube, das sagt jeder Vater dann. Also das wird sicher so sein. Ja, ist halt, ja, ist so. Also das ist echt der Wahnsinn. Neugeborene sehen aus wie Gollum. Ja, das ist wirklich so, ich dachte, ein Alien. Schon, ja, manche schon. Das ist schon so. Was dauert die ersten zwei Tage? Das ist, weil sie so vom Kopf her so eingedrückt sind. Weil die, wenn die rauskommen, ist das alles so eingedrückt. Das dauert zwei Tage, bis das wieder normal wird. Das ist unkomisch, habe ich auch nicht gewusst. Manche sind ja auch so super rosa einfach, ne, irgendwie. Nee, auch das ganze Skelett ist ja noch super dehnbar und formbar. Ja, voll, genau. Ja. Sonst würden sie ja nicht rauskommen, ne. Dann gibt es den Ausknopf auf dem Hinterkopf. Moment, was soll das heißen? Das wird zu viel hier. Ritterlichkeit. Ich glaube, ich switche. Na, ich bleib mal auf Ritterlichkeit. Noch ein bisschen Eroberung. Scheiße, irgendwer will mich, glaube ich, umbringen. Ist das so? Das nicht so toll. Nee, finde ich auch nicht so gut. Kann ich denn irgendwas tun, um dir zu helfen? Weil eigentlich müsstest du auch. Nee, du bist bei dir am Hof, weil du König bist, ne? Obwohl du bei mir in Obhut bist. Ist auch komisch, ne? Ja, muss ja eigentlich. Sonst kannst du ja nicht den Thron unbeaufsichtigt lassen. Ja, aber das finde ich, wäre so eine Sache, guck mal, die. Guck mal, wo du bist. Guck mal, wo du bist. Normalerweise ich bin bei mir. Ich bin meiner Hauptstadt. Meistens kommt dann der Typ nämlich an den Hof, wenn das ein Kind ist. Ach, witzig. Guck mal, ich guck gerade bei dir. Ich habe ja ein Bündnis mit dir, Reudebatzen. Hm. Und du wurdest überfallen von einer Nation, die einfach dieselbe Flagge besitzt wie meine. Bin ich aber nicht. Na gut, ja, das stimmt tatsächlich, ja. Kann man glauben, ja. Jetzt hoffe ich. Ich hoffe trotzdem, dass das jetzt irgendwie Einfluss auf deine Entwicklung nimmt. Weil, also ich hatte bisher noch kein einziges Event, wo ich irgendwas mit dir als Mündel gemacht habe. Weißt du, was ich meine? Kommt jetzt dann erst, glaube ich. Meinst du? Ich meine, das ist schon 11. Ja, aber ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt, dass gerade bei Spieler hin und her, dass das wirklich erst anfängt so mit 12, 13 und so. Gütliche Begegnung. Vielleicht brauchen wir einfach auch eine bessere Beziehung oder so. Ja, ich versuche gleich mal Beziehung zu verbessern. Was? Ich kriege einen Perk, der nennt sich Wasser getrunken und dadurch verbessert sich meine Gesundheit. Was? Die Angula ist verletzt. Wasser getrunken? Ja, Wasser getrunken. Ein Jahr lang bessere Gesundheit. Ach so, okay. Ich brauche ganz schnell einen Hofarzt, ey. Okay, ich war doch ein bisschen fischig. Ich habe mir das nicht ganz durchgelesen, muss ich zugeben. Ich muss das wieder mehr machen. Ich brauche einen. Nice. Bin ich blöd hier? Jetzt auch eine Freundin. Ich habe eine kleine Freundin. Ich habe eine kleine Freundin. Oh, sie ist auch 13, ne? Sie ist jetzt mein bester Freund auf der ganzen Welt. Gut. Also, wissen, wie alt du bist. Ja, die Angola möchte dir direkt ein Geschenk geben. Ach, guck mal, jetzt kriege ich auch Sachen, die dich betreffen. Ja, sind die gut? Ich werde natürlich rollenspielerisch dabei entscheiden. Also zum Beispiel konnte ich jetzt gerade entscheiden, kriege ich ein Druckmittel dir gegenüber oder werden wir Freunde? So. Bin König geworden. Gratulation. Glückwunsch. Welches Königreich ist das denn? Abbasid. Boah. Achso, ja, Gratulation. Boah, das ist mega groß. Nice. Ja, mega groß und mega stark. Ist das hier Ägypten, oder? Das ist der Spitzer im Norden, ne? Aber sieht, guck mal, du heißt genauso wie dein Nachbarreich. Du heißt genauso wie dein Nachbarreich. Ja, nice. Das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass das hier auch gehören sollte. Genau. So, machen wir hier mal richtig Terror. 2000 Mann, kein Thema. Wird sie auch trotz Verletzung ihre Truppen losschicken. Das sollte kein Thema sein. Du bist wirklich super hässlich mit dieser Verwundung, ne?
Es ist so krass, schon, wie schon abscheulich, ja. Hässlich du bist, ja. Ist schon abscheulich, das stimmt. Alter. Vor allem, ich habe ja mit diesem Tool mit Barbershop, da kannst du ja alles Mögliche einstellen, wie deine Person aussehen kann. Und da habe ich mal schwer verwundet eingetimt. Da sieht ihr Kopf einfach nur noch aus wie so ein halb verwester Apfel. Ey. Oh, ja. Oh, Fraktion. Das finde ich gar nicht gut. Da müssen wir vielleicht mal Geschenke geben, ja. Aha, guck mal, eine Fraktion dort oben mit den Bauern, weil wir zu viel uns ausweiten. Verstehe ich. Mal denn hier. 24 Grafschaften. Na, ob wir das mit Angula schaffen, weiß ich nicht. Wenn sie stirbt, dann stirbt sie, fällt's reich auseinander. Ist halt so. Hallo. Ah, jetzt. Mit Verspätung da. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, willkommen. Ich bin gerade nach Hause gekommen, hab mir eine Pizza reingedrückt und jetzt. Jetzt hat. Das ist schön. Dein Krieg wurde gewonnen. Habe ich ihn gewonnen? Bin ich unabhängig oder bin ich in. Nein, du bist nicht unabhängig. Du bist größer geworden. Nein, das ist nicht er, das ist sein Lehnsherr. Alter, mein Gemahl ist einfach aber so doch, krass. Du bist auch mir ist. Hat der Titel abgegeben? Ja, den Titel hast du aber abgegeben, den Herzogtitel. Mein Sohn? Oh ja. Ich meine, hat der Grafschaftstitel abgegeben. Ja, du hast die ganzen Dinger gekriegt. Ja, du hast die ganzen Grafschaften dieses Herzogtums bekommen, aber dein Lehnsherr hat den Herzogtitel bekommen. Nee, ja. der Herzogtitel wurde vernichtet anscheinend. Also, Wo denn? Sind dort runter marschieren? Der Graf von Shamir. Ja, der Titel wurde vernichtet. Also sind innerhalb von dem Herzogtitel neue Grafschaftsvasallen? Nein. Ich habe keine Ahnung. Nein, das ist nicht, weil du bist ja der Graf. Ja. Dein Graf hat die ganzen Dinger gekriegt. Also, ja, also ist er über Domain Limit. Ja. Übers Domain Limit. Er hat jetzt 11 Domains. Und 8. Ah, okay. Ja, das ist. Herzlichen Glückwunsch. Boah, ich liebe das in diesem Spiel, wenn die KI einfach wegrennt, ne? Hat so eine super geile Situation. Wo ich mich frage, ob ich überhaupt noch in der Schlacht teilnehme. Scheiße. Okay. Not bad. Das Alter, der Benin ist auch schön groß geworden. Jetzt Opala oder so ist ja wohl durch, ne? Ja, Opanda ist durch, ja. Jahrhundert. So langsam stoßen wir auch an unsere gegenseitigen Grenzen hier, wa? Oha. Ich habe gerade ein Event. Meinen Berechnungen zufolge endet die Welt in weniger als einem Jahrhundert. Natürlich. Okay. Wie gehe ich denn damit um? Ich würde sagen, du gibst einfach dein Reich ab, weil das hat dann eh keinen Sinn. Ja. Ich wollte gerade sagen. Ja. Aber die Welt geht unter, das heißt, ihr geht auch unter. Ja, das ist okay, aber ich nehme trotzdem dein Reich. Wir gehen auf die nächste Bühne. Lass mir mal einige von deinen geilen Perks jetzt mal langsam abgeben. Ich will auch gerne sein. Ich hoffe, dass da ein bisschen was kommt. Bisher bist du reizend und eigenwillig. Passt ja eigentlich ganz gut. Ja. Weil ich will ein Verwalter sein, aber so bin ich ja, wie nennt man das? So ein Dornröschen oder wie nennt man das? Aber Alter, wie hoch dein Intrigewert jetzt schon ist mit fucking 12. Das ist ja heftig. 13 sogar bei mir, ja. Alter Vater. Ja, er nimmt anscheinend. Eigentlich wollte ich jetzt einen Verwalter spielen, aber er scheint in eine ganz, ganz andere Richtung zu gehen. Ne? Ja, weiß ich nicht. Also, gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Ja, das nehme ich dann auch auf, ne? Also, falls ich tatsächlich so ein Intrigenmeister werde, entschuldige ich mich schon mal im Voraus für einige meiner Komplotte. Wollte? Oh. Ja, okay. So, wann können wir denn hier mal wieder... Dein Gebet fängt bald an, ne? Oder deine Aufgabe in einem Jahr. Wessen? Hä? Deine. Wegen deiner Umbenennung, glaube ich. Ach so, ne, ich habe doch abgelehnt. Ja, aber die zweite. Gibt's eine zweite? Wo ist sie? Du hast doch gesagt... Er hat gesagt, er kann in fünf die nächste bekommen. Kann man hier noch stehen? Das ist 4 Jahre her. Ja, kann! Cool. Hat eigentlich mal jemand das geschrieben? Ja, cool. Ja, nee, da verlange ich, da gehe ich dann doch, da trete ich dann jetzt doch vor die Götter und frage eine neue Aufgabe. Ich spreche von Enttäuschung und so weiter. Ich glaub, steht sogar da. Hi. Geh mal in den Gebetsraum. Also wenn man jetzt mehr in den Chat geht bei mir auf Twitch, kann man mit mir interagieren. Soll ich mich eigentlich bei irgendjemandem wieder quasi anmelden, oder?
Ich würde einen von den Göttern mal fragen, ob du einfach so reinjoinen darfst jetzt. Am besten jetzt, weil jetzt ist gerade einer dabei, der rausfliegt. Oh ja, mein Sohn. Wäre so passend. Der wird das auf jeden Fall. Ein Gebetsraum, das ist auch oder besser wo? Und das ergibt mehr Sinn. Keine Ahnung. Schreib ihn direkt an. Spielererbe. Frag mal Spielererbe. Ganz höflich nach. Ja. Ein Sohn. Ein Enkelin. Auch hier. Aha. Ein Verweis. Ah, jetzt. Er doch, ich bin drin. Ich wollte gerade sagen, was denn hier passiert, bin ich gerade gestorben, Alter. Ich habe mich so erschrocken wegen diesem Geräusch, als du gejoint bist. Oh Gott. Naja. Genau. Siehst du, ich wollte auf die Tochter gehen und auch da ein bisschen Einfluss drauf nehmen, weil es eben ein späterer Haupterbe sein kann. Und hier wird schon vom Spiel ausgeschlossen, Ränkespiel ist sehr unwahrscheinlich bei ihr. Deswegen werde ich mit einem W10 würfeln. 1 und 2 wird hier sein. 3, 4 und 5 so wird das sein. Geil, weil Italien kriegt auf die Schnauze, hält sich aber. Lothring kriegt auf die Schnauze, 4 Kriege, keine Verbündeten. 6, 7, 8, 9, 10. Schaut, hat mein Charakter gar nichts gemacht, während ich weg war? 3. Ach gut, oder? Ich hab keine Ahnung, ich habe da nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Moment. Er hat nicht mal seine Truppen aufgelöst. Plünderung ja, nice. Vom Prenzlauer Berg. Eieieiei. Der wird aber auch Kahnem und Grobir sind verbündet. Ich kann sie nicht angreifen. Kahnem ist aber auch echt stark, ne? Ja, voll. Und Grobir ist mit denen verbündet. Voll nervig. Ja, wobei Grobir. Wer erbt denn da? Der da, okay. Ja, aber Kahnem, wenn du den zur Strecke bringst, dann zerfällt das Reich wieder ein bisschen, ne? Gab's. Hallo? Na klar. Hallo. Ich hatte heute angekündigt, weil du hast ja gesagt, du kommst so knapp 1,5 Stunden zu spät. Wir machen um 21 Uhr eine große Pause. Dass du da dann quasi nachjoinen kannst. Du hast bis jetzt Spielerschutz. Ist das okay für dich? Ich bin gerade eigentlich schon nachgejoint. Er ist schon drin. Ist er jetzt, warte mal, ich bin nicht verwirrt. Mehrspielerlobby. Ach, ja, das ist der gerade reingejoint hat. Achso, ja, aber irgendwer hat doch Pause gedrückt und ist doch rausgeflogen, Tomo. Nee, das ist er. Achso, das bist du. Achso, wegen mir können wir weitermachen. Ja, alles gut. Das schon. Absolute Verwirrung. Absolute Verwirrung gerade. Ja, nee, dann, ja,